50 Minuten. 50 Minuten ist die Zeit, die uns der DFB als ausführender Verein gibt, bestimmte Prozesse wieder in Gang zu setzen, wieder fehlerfrei bereitzustellen, bevor ein Schiedsrichter berechtigt ist, ein Spiel 0:2 gegen den Heimverein abzuhalten. Konkret bedeutet das, wenn zum Beispiel das Flutlicht ausfällt oder gewisse andere Dinge ausfallen und wir nicht in der Lage sind, die innerhalb von 50 Minuten wiederherzustellen, dass wir ein Spiel verlieren könnten, aufgrund eines Fehlers, der gar nicht auf dem Spielfeld liegt. Für den Spieltag ist die IT und auch die Überwachung der Komponenten sehr wichtig. Wir unterliegen sehr strengen Regularien der DFL. Um die auch einzuhalten und auch nachzuweisen, dass wir sie einhalten, haben wir viele verschiedene Sensoren im PRDG abgebildet und überwachen verschiedene Komponenten, die den Stadionbetrieb und auch den Spieltag gewährleisten. Angefangen haben wir mit der Ablösung unserer bestehenden Monitoring-Lösung, das heißt die klassischen IT-relevanten Bereiche wie Server, Storage, Netzwerk, und haben uns dann sehr schnell in andere Bereiche ausgebreitet, zum Beispiel die Überwachung unserer Zutrittskontrolle, der Gebäudeleittechnik, der Videoanalyse, also Dinge, die vor allem auch für die anderen Fachabteilungen absolut relevant sind, und dann auch diesen Fachabteilungen die Möglichkeit gegeben, direkt auf die Monitoring-Umgebung, zum Beispiel über dedizierte freigegebene Maps zuzugreifen. Die ICT bei Mainz 05 ist dafür zuständig, unter anderem, dass alle Prozesse im Catering, was die Kassen für unsere Fans angeht, funktionieren. Die Zutrittskontrolle so arbeitet, wie sie arbeiten soll, dass unsere Fans ungehindert eintreten können. Dass unsere Pressevertreter, die uns besuchen, die Fotografen, die hier am Spielfeldrand arbeiten müssen, ungehinderten Zugang zum Internet, zu Informationen wie Spieltagsaufstellungen, Taktiken und so weiter erhalten. Das heißt, die ICT hier macht mehr als einen klassischen Turnschuh-Support, sondern wirklich auch rein in die einzelnen Geschäftsprozesse beratend und betreuend tätig. Durch PRDG, durch das Monitoring sehen wir im Tagesgeschäft oftmals schon viele Fehler, bevor sie passieren, und wir können im Vorfeld schon sehr gut abwägen, wo wir einschreiten müssen, und dementsprechend kann ich natürlich das Team schon sehr früh koordinieren und zu eventuellen Tätigkeiten schicken, sodass sie halt dann vor Eintreten eines Fehlers Systeme erweitern oder die Fehler beheben. Die vollständige Erfassung unserer Prozesse im Monitoring mit PESLAY PRTG hat uns dabei unterstützt, den Personalaufwand am Spieltag deutlich zu reduzieren. Gerade im Vergleich mit anderen Vereinen, die ja das gleiche Geschäft ausführen, nämlich einen Bundesligaspieltag auszurichten, kommen wir heute mit 2,5 Personen am Spieltag aus, um den kompletten Betrieb zu gewährleisten. Ein weiteres Thema, wo uns PESLAY PRTG auch extrem gut geholfen hat, ist die Qualität unseres Hotspots, unseres WLANs zu überwachen und sicherzustellen, dass unsere Fans einen ungehinderten Zugriff aufs Internet nutzen können. Um das sicherzustellen, betreiben wir hier ein sehr umfangreiches WLAN und bekommen über PESLAY PRTG tatsächlich die Qualität des Service, den wir dem Kunden bieten, auch ausgespielt und gemonitort. Wir haben uns 2017 für PRTG aus dem Grund entschieden, weil wir gemerkt haben, dass die bis dahin eingesetzten einzelnen Lösungen im Betrieb sehr, sehr aufwendig waren. Vor allem konnten wir nicht Korrelationen aus den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel der Virtualisierung und dem Netzwerk, zusammenkriegen. Also haben wir eine Lösung gesucht, mit der wir das umfassend monitoren können, mit denen wir vor allem auch in die Vergangenheit gucken können, wenn jemand sagt, Mensch, letzte Woche hatte ich ein schlechtes Nutzererlebnis, um dann eben zu sehen, was ist denn da eigentlich passiert. Und vor allem eben nicht nur auf der einen Ebene, zum Beispiel Netzwerk oder Storage, sondern das eben in Übereinstimmung zu bringen. Wir haben da den Markt sondiert und PESLAY PRTG als eine Lösung gefunden, welche schon sehr, sehr viele fertige Sensoren mitbringt. Im Gegensatz zu manch Open-Source-Lösungen, wo der Implementierungsaufwand extrem hoch gewesen wäre, konnten wir unheimlich schnell unsere bestehende Lösung ablösen und unsere Ziele damit erreichen.